Doyulsa daha güzel olur sanki. Ya. Heh, sen yiyecek misin oğlum? Ha. Gel. Sen yiyecek misin bunları oğlum? Al hadi. Al. Im Ramadan ist der Dattelverbrauch sehr hoch. Deswegen fülle ich jetzt wieder mein Dattelglas auf. Aber die sehen sehr schön aus. Ja. Ich mag am liebsten die schönen, dicken Mijou-Datteln. Ich will die auch noch füllen. Es schmeckt so lecker, wenn man da eine Nuss reinmacht oder Nussmus und dann mit Schokolade umhüllen. Ist auch sehr schön zum Verschenken. Ramadan, Tag Nummer 7. Es ist die erste Woche, die jetzt umgeht. Also glaub mir, das hört sich immer so nach viel an. Oh, 30 Tage Fasten, 4 Wochen lang. Aber okay, ich meine, bei uns Frauen fällt ja eh eine Woche aus, die wir dann im Nachhinein nachfasten tun. Aber ja, die Zeit an sich geht super schnell um. Also wenn ich überlege, jetzt die erste Woche ist schon um. Also ja, und die erste Woche geht um und schon langsam fange ich an zu überlegen. Ich habe mir übrigens keine Liste gemacht. Eigentlich wollte ich mir so eine Wochenliste erstellen, was ich alles so kochen werde. Habe ich nicht gemacht. Ich glaube, ich mache mir das mal für nächste Woche. Ihr könnt mir natürlich sehr, sehr gerne Rezeptempfehlungen, Anregungen, was ich denn so alles kochen könnte, sollte oder was ihr sehen wollt, gerne in den Kommentaren schreiben. Da freue ich mich über eure Anregungen auf jeden Fall. Irgendwann kommt dann mein Pensum, wo ich so mir überlege, was koche ich denn dann an seine Grenzen. Noch ist es ganz gut. Ich habe so meine Sachen wo noch. Nächste Woche wird es dann auch so ein bisschen mehr wieder polnisch. So auch in die Hauptgerichte und so. Aber ja, ich denke mal, wir werden auch einen Tag mal so China-Nudelfanne machen und so weiter. Also da wird auf jeden Fall manches noch kommen. Aber ja, starten wir jetzt. Ich mache heute wieder ein Curry, aber ein bisschen anderes. Das liebe ich halt eben an Currys, weil man kann das so unterschiedlich machen, einfach mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Zutaten. Das mache ich heute, weil heute möchte ich es vegetarisch, beziehungsweise dann ist es wahrscheinlich auch vegan lassen. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Auch die Kinder überleben es, wenn sie mal kein Fleisch essen. Trotzdem auch zum Beispiel werden dort Kichererbsen drin sein. Das sind auch super Proteine. Als Suppe weiß ich noch nicht. Schaue ich mal. Kann sein, dass ich so eine joghurtige Gemüsesuppe mache. Die schmeckt auch sehr lecker. Ja, vielleicht das. Mal gucken. Ich schaue mal, ob ich noch einen Nachtisch schaffe. Ich habe jetzt wieder recht spät gestartet. Weil, wisst ihr was, gestern, ihr habt ja gestern, wenn ihr den Vlog von gestern gesehen habt, wenn nicht, dann schaut ihn euch natürlich an. Ich habe ja eine ganze Playlist für euch erstellt, für jeden Tag. Ich war gestern so krass produktiv. Ich habe auch schon überlegt, ich dachte so vorhin, warum habe ich denn heute so einen Muskelkater? Aber ich habe gestern echt einen Marathon, glaube ich, gemacht, denn ich war ja so viel am Putzen und Flitzen und Machen und Tun und sogar nach dem Fastenbrechen war ich ja mit meinem Mann im Keller, haben die Wäsche gemacht, dann bin ich hochgekommen, dann dachte ich so, ich bin irgendwie nicht müde, dann dachte ich, gut, dann habe ich noch die ganze Küche aufgeräumt und dann dachte ich, jetzt mache ich mir mal einen Tee, dann habe ich mir einen Tee gemacht, dachte, dann fange ich mal an, das Video zu schneiden und was ist, zack, war ich wach bis zum Saur. Also bis zu der Zeit, wo wir eben aufstehen, bevor der Sonnenaufgang beginnt, wo wir eben noch essen können und trinken. Und dann dachte ich mir so, okay, nee, dann macht es jetzt keinen Sinn mehr. Aber das mag ich eben nicht, weil was ist? Ich bin dann um 5 Uhr morgens schlafen gegangen und habe dementsprechend bis 12 Uhr geschlafen. Ja, das mag ich halt nicht, aber werde ich heute inshallah wieder ganz normal früh ins Bett gehen, weil diesen Rhythmus mag ich nicht. Ich will lieber früher schlafen gehen und dann
nach dem Frühstück und Morgengebet eben ein bisschen da wach bleiben und da produktiv sein und eventuell dann später so ein kleines Nickerchen machen, wenn nötig. Genau, also wir starten wieder. Die Kinder sind heute auf grüne Hause gekommen. Für die ist es jetzt sozusagen fast offiziell Osterferien, denn morgen haben die Kids ein Praktikum. Die sind zwar in der 7. Klasse, aber die haben so ein Mini-Praktikum, das heißt so ein 4-Stunden-Praktikum. Ja, und dann war am Freitag, was habt ihr dann, warum ist dann Freitag keine Schule? Ah, okay, und weil dann am Morgen, also am Freitag dann die Oberschüler MSA-Prüfungen schreiben, ja, haben die dann eben keine Schule und dann ist ja eben ab nächste Woche Osterferien. Das ist nämlich richtig super, also wenn im Ramadan so Ferien, also wenn Ramadan so in Ferien fällt, ist immer super für die Kids, weil die dann halt auch eben gechillter sind, nicht so viel Stress haben und den Monat Ramadan auch nochmal mehr genießen können. Oder den alltäglichen Schulstress. Trotzdem haben sie ihre Aufgaben, trotzdem sollen sie hier und da ein bisschen üben. Ne, das gehört ja zum Alltäglichen, aber das ist dann auch schön, denn ja, da sind wir eben alle gemeinsam hier und können gemeinsam machen. Und ich suche mir jetzt auch, wer gerade nichts zu tun hat und der mir dann helfen kann beim Schnippeln. Also, ne, für diejenigen, die mal denken, oh, sie hat so viel zu tun und kocht für so viele. Ja, ich habe aber auch, Gott sei Dank, ganz viele fleißige Helferlein. Und auch wenn man das nicht immer sieht, ist immer irgendjemand, der mir hier und da hilft. Also, let's go. Chili und Lauchzwiebeln, das ist ganz schön. Und dann nochmal Sesam, das ist so dann so das Topping. Ich werde dann jetzt wieder Reis. Ich glaube, ich mache heute ein Jasminreis. Ich schau mal. Den mache ich auf meinem Reiskocher. Genau, dafür wird jetzt erstmal alles klein geschnippelt, gewaschen und dann kommt es in den Topf und kann dann schon mal vor sich hin schmoren. Übrigens, ich habe auch so ein nicer Dicer-Dings da, was immer so klein schnippelt. Das benutzt mir auch sehr oft. Ich mache jetzt nämlich noch eine Kartoffel, eine gemüselige Kartoffelsuppe, eine stückige, cremig-stückige. Ich zeige es euch gleich. Auf jeden Fall mache ich jetzt ganz viel Gemüse in kleine Würfel. Und zwar Sellerie, Lauch, Karotten, Kartoffeln und noch Stangsellerie. Genau, erstmal alles klein und dann zeige ich euch die nächsten Schritte, aber dass ihr mal wisst, das Ding ist immer super laut. Deswegen genau das möchte ich euch ersparen für eure Ohren. Oh Mann, ey, das ist aber echt manchmal... Oh, aua. Für das Curry brate ich jetzt so ein bisschen das Gemüse an. Muss man auch nicht viel. Paprika, die Pilze. Ein Pilz haut ab. Dann braten wir auch das Curry mit an. Da ein bisschen wenig, deswegen kommt da noch was rein. Da war jetzt eben meine Speicherkarte voll. Also ich habe alles hier mit reingegeben an dem Gemüse, mit dem Curry zusammen schön angebraten. Jetzt tue ich die gestückelten Tomaten rein. So, dann gieße ich das Ganze noch mit der Kokosmilch auf. Dann kommt das Salz rein, etwas Pfeffer. Wir haben ja schon eigentlich die Hauptwürze in der Currypaste, aber ein bisschen mehr schadet nicht. Ich
haue noch ein bisschen meiner gekörnten Gemüsebrühe rein. Die muss ich auch noch leer machen. Das kaufe ich ja jetzt gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt immer meine frische. Dann, eigentlich braucht man es nicht, aber ich glaube, ich mache noch ein bisschen Curry oder Garam Masala. Alaikum salam. Nein! Nein, ich bring dich um! Was ist das? Oh mein Gott, warte, ich filme gerade. Wo bist du denn da? Oh nein, da will ich hin, da will ich hin. Da will ich... Oh, hör auf, zeig mir das nicht. Wo bist denn du da? Hör auf, ich will das nicht sehen. Ich flipp gleich aus. Hör doch mal auf. Wo bist denn du da? Hab dir doch einmal erzählt von diesem Laden. Oh mein Gott. Wie teuer ist denn so ein Kännchen zum Beispiel? Ich will mal wissen, ob die teuer ist. Ja, da sind überall Preise drauf. Aber das ist alles Neuware, also ist nicht... Ja, ich sehe schon. Ist nicht gebraucht oder irgendwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hör auf. Du musst mich da hinbringen. Oh nein. Ich hab dir schon einen Flyer geholt. Doch ein Online-Geschäft. Du musst mich da hinfahren. Hikmet, fahr mich da hin. Oh, du süß. Ja, dann komme ich nächste Mal mit. Ich will da hin. Das sieht doch schon mal fantastisch aus von der Farbe, sagt mal nicht. So, jetzt Deckel rauf, lassen wir jetzt Ganze ein bisschen schmoren und widmen uns jetzt der Suppe. Für mein Süppchen brauchen wir ein bisschen Butter. Denn wir machen so eine kleine Mehlschwitze. Dort geben wir jetzt ein bisschen Mehl hinein. Braten das auch kurz mit an. Löschen dann das Ganze mit Wasser ab. Gekochten. Ich mache erstmal so ein bisschen, damit ich das jetzt so auflösen kann. Damit wir keine Klümpchen haben. Gebe ich da auch schon was von meiner Gemüsepaste rein. Oh, ich muss die neu machen. Ich bin nicht dazu gekommen. Ist jetzt schon fast leer. Könnt aber auch dann eben gekörnte Gemüsebrühe nehmen. Und dann kommt jetzt das ganze Gemüse hier mit rein. Passt. Passt. Ich hab's wieder gut gemeint mit der Portion. So. Geben da weiter Wasser auf. Ich gebe jetzt schon mal etwas Salz mit dazu. Und auch das muss jetzt erstmal weich köcheln. Jetzt zum Ende hin geben wir noch den Spinat dazu. Der zerfällt natürlich, es sieht immer so viel aus. Am Ende ist da kaum noch was übrig. Das kennen wir ja vom Spinat. Weiter schmoren. So, ich habe jetzt noch einen ganz schnellen Salat gemacht. Und zwar ist das ein Rezept aus dem Thermomix. Ich habe hier einfach Rucola. Und es geht super schnell, wenn man wirklich keine Zeit hat, Salat zu schlippeln, weil eben der Thermomix das alles macht. Das ist ein Rotkohlsalat. Ganz easy. Ich meine, ihr könnt das halt auch eben schnippeln. Da ist jetzt Rotkohl drin, ein bisschen Knoblauch, eine rote Zwiebel, Walnüsse, dann Salz, Essig und Granatapfelsirup. Mehr nicht, aber schmeckt so lecker und gerade auch mit den Walnüssen sehr, sehr schön und geht vor allem eben super, super schnell, wenn man halt auch keine Zeit hat, jetzt noch was zu schnippeln. Da muss man nur den Rucola waschen, den Rest hier zerschreddert der Thermomix. Puh, ich bin jetzt hier auf dem letzten Drücker. Reis kocht hier im Reiskocher, kocht der Reis. Und den Salat vermische ich jetzt noch.
sind bei den letzten Schritten für die Suppe. Da kommt jetzt nämlich ein Klecks Sahne rein. Ja, das ist ein guter Klecks. Und wer mag, ich mag es ganz besonders, frischen Dill. Moment, habt ihr das überhaupt gehört? Ach, diese Lüftung. Deswegen mache ich ja lieber die Videos mit Voiceover, weil es sonst immer so laut ist hier mit der Lüftung und alles. Aber dafür ist natürlich für tägliche Videos keine Zeit, noch Voiceovers zu machen. Genau, also ein bisschen Dill. Dann hatten wir ja nur Salz drin. Machen wir auch noch etwas Pfeffer rein und dann kurz nochmal aufkochen und dann ist die Suppe eigentlich fertig. Und das ist jetzt so ein cremiges Kartoffelgemüsesüppchen ist. Man könnte es theoretisch pürieren, dann habt ihr eine Kartoffelcremesuppe oder Gemüsecremesuppe. Mache ich auch ganz oft, aber ich mag es auch gerne so stückig. Manchmal mache ich sogar noch Nudeln rein. Kann man alles machen. Danke. Die Dingszerbett kannst du hier hinlegen. Also ohne Fladenbrot geht im Monat Ramadan nichts. Also eigentlich essen wir nicht so immer Brot zum jeden Essen. Es ist schon so ein südländisches Ding, würde ich sagen. Gerade so bei den Türken, also als ich mal meinen kennengelernt hatte und er dann von mir zu Spaghetti Brot wollte, dachte ich, es kann nicht sein Ernst sein. Das war so ein Kulturschock für mich. Aber gut, ich habe ihm das abgewöhnt. Also er isst mittlerweile nicht zu allem Brot. Muss halt nicht sein. Aber so im Ramadan das Fladenbrot, ich weiß nicht warum. Aber das gehört so einfach dazu. Das muss mit dabei sein. Klar, dadurch, dass es auch immer eine Suppe gibt, zu einer Suppe, ist halt auch Brot immer schön. Und lecker natürlich. So sieht das fertige Kartoffelsüppchen, nenne ich es jetzt mal, oder Gemüsesüppchen. Ihr könnt eben ja gerne einen Namen geben, ich habe dafür keinen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendein Rezept ist oder ob ich mir das selber ausgedacht habe. Ich weiß es nicht, ich habe irgendwann das einfach gemacht. Also es ist schon ein bisschen polnisch angehaucht durch den Dill. Wenn da jetzt noch Gurke drin wäre, wäre es eigentlich polnische Gurkensuppe. Also es ist schon so ein bisschen so davon angehaucht, schon so eher polnische Art von Süppchen. Aber ob es jetzt genau so eins zu eins irgendwie als Rezept gibt, also als es, dass man das jetzt wirklich so sagen könnte, das ist jetzt ein typisches polnisches Süppchen, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, eher. Die Fastenzeit ist da und klassisch, oder man sagt nicht klassisch, es ist Sünnet. Sünnet bedeutet, dass das ein Brauch ist, den unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen auf ihm, dass er das gemacht hat. Und da er ja unser Vorbild ist, machen wir das nach. Und er hat immer zuerst mit einer Dattel sein Fasten gebrochen. Und dann Wasser getrunken. Und das schönste Gefühl ist, ja, da kommt gerade Papa und Adam. Die waren noch beim Training. Die haben es jetzt genau geschafft, ne? Ist jetzt gerade 5 Minuten. Nachdem man gefastet hat, den ganzen Tag, ihr wisst gar nicht, wie das Gefühl ist, wenn der erste Schluck Wasser so den Rachen entlang läuft. Das ist so einmaliges Gefühl. Und man hat so eine Dankbarkeit einfach für normales Glas Wasser, was für einen so selbstverständlich ist, wird ja nach so einem ganzen langen Tag des Fastens einfach was ganz Besonderes. Halt dich schnell zu Tisch. Komm, haben wir einen Suppe Koim. Hast du Kekse mitgebracht?
Ja. Oh, oh, Papa hat Nachtisch mitgebracht. Was für ein Glück. Ich hatte schon schlechtes Gewissen, weil ich nicht geschafft habe, Nachtisch zu machen. Ah. Also, ah.